Die portugiesische Polizei hat am ersten Tag des unbefristeten Streiks der Gefahrgutfahrer Tankwagenkonvois begleitet, um Hunderte von Tankstellen zu versorgen, die bereits leer getankt waren. Laut Regierungsangaben hatte sich in den vergangenen Tagen der Kraftstoffverkauf im Vergleich zum Normalzustand fast verdoppelt. Viele Autofahrer hatten in Erwartung von Versorgungsschwierigkeiten am Wochenende vollgetankt. Streikende warfen Transportunternehmen vor, Fahrer zu bestechen, damit sie zur Arbeit erscheinen. In der Folge drohte die Gewerkschaft damit, die Mindestleistungen nicht mehr zu respektieren. Ministerpräsident Antonio Costa sagte, die Sicherheitskräfte haben die Anweisung, dass jeder Verstoß gegen die Notstandsanordnung nicht ungestraft bleiben darf. Der Energienotstand verpflichtet Transportunternehmen, weiter mindestens 50% des Kraftstoffs an Tankstellen zu liefern. Militäreinsatzkräfte sowie Flughäfen und Häfen sollten weiter zu 100% bedient werden. Für Privatleute ist der Kraftstoff rationiert. Pkw dürfen nur noch 25 Liter und Lkw nur noch 100 Liter tanken. Ungeachtet des Aufrufs, den der Vizepräsident der Gewerkschaft der Tankwagenfahrer gemacht hatte, sind die Fahrer der Raffinerie hier in Leça da Palmeira nördlich von Porto zur Arbeit angetreten, um die Mindestversorgung zu sichern. Der Gewerkschafter warf der Regierung vor, das verfassungsmäßige Streikrecht in Frage zu stellen. Filipa Soares, em Matosinhos, para a Euronews.